Und ein herzliches Willkommen zurück. Hey, ich bin von Lüa, Gameplays als Hobby, und wir zusammen spielen wir hier Silence auf dem PC. Und wir haben gerade bemerkt, dass der Sura uns nicht bemerkt. Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Warum auch immer. Blasenschlechter Familie, okay. Aber ich habe doch noch gar nicht Janus gefunden. Okay, Lava gerade angucken. Ganz schön heiß. Gibt nix. Hallo, Herr Sucher. Haben Sie was verloren? Warum suchen Sie nicht in der Lava danach? Das wär's ja. Okay, hier gibt's wohl selber nichts. Wir haben anscheinend irgendwie so einen Schutz vor Sucher als kleines Mädchen. Interessant. Fragt sich nur, woher dieser Schutz kommt. Ralph, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralph, okay. Nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo, sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralph. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh, wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralph wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralph denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralf. Wie geil. Ja, also ich finde die Geschichte echt cool. Das ist klasse. Eine Gebetsmühle. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Weißt du, wie ich den Sucher vertreiben kann? Der hört erst auf zu suchen, wenn er einen ganz bestimmten Splitter gefunden hat. Was für einen? Einen, der magische Kräfte hat. Damit können sie den Plan der Steine durchkreuzen und unsere Herrschaft verhindern. Na gut, das wollen wir natürlich auch nicht. Guck mal, ein Quarz. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll! Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Schlimm? Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. So, das heißt, ich habe jetzt Quarz und könnte eigentlich den Sura irgendwie wegkriegen, nehme ich mal an, ne? Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. So, mal schauen, ob wir den jetzt in die Lavagrube locken können mit diesem Quarzkristall. Splitter, wie auch immer.
Spotty. Hat funktioniert. Und der Spotty ist doch süß. Ach, guck mal an, hier ist sogar der andere Stein. Hallo, Ralf. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben, für immer und ewig? Yep. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Halte durch. Ralf bleibt hart. Noah tut auch immer so, als bräuchte er keine Hilfe. So sind große Brüder eben. Huh mich nicht an! Meinst du denn, das hältst du aus? Na gut. Okay. Hallo, da bin ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal, tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Ein niedliches Spiel. Ist mal was völlig anderes. Ich habe letztens gestern erst mit meiner Freundin Outlast 2 durchgespielt. Auf der PlayStation. Das ist natürlich total anders. Da tut so ein Spiel hier mittendrin auch mal wieder ganz gut. Hey, Ralf. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Ein kleiner Miesepeter. Bedanke dich bei Ingo für das Angebot. Das ist ja wohl das Mindeste. Mir fällt direkt was ein. Ingo meinte, du wüsstest, wie das Steintor aufgeht, Ralfi. Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen. Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Okay, ich sehe da eine und hier eine. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kippen? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Okay, ich hab gedacht, das Ding klebt jetzt. Wie kann man denn Steine kippen? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Bau mir eine Brücke. Oh, du bist so cool, Spotty. Auf jeden Fall. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe. Wie soll ich das dann vom Fleck kriegen? Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt erst die anderen beiden holen. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt.
Okay, mit denen komme ich dann nicht rüber irgendwie. Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Okay. Dann denke ich mal, müssen wir jetzt erstmal die anderen beiden holen. Ansonsten kommen wir, denke ich mal, nicht weiter. Wir brauchen Muskelkraft. Die sind ja bestimmt auch im Disco-Team, wie man irgendwie eine Falle zusammenbauen könnte, um diesen Sucher da irgendwie gefangen zu nehmen. Also denke ich mal, dürften die da nicht weg sein. Aber ich habe doch noch gar nicht Janus gefunden. Okay. Das heißt, ich muss doch wieder zurück. Und es lädt und lädt. Okay, wie kriege ich das blöde Ding da jetzt hin? Mit ohne Spot komme ich da nicht rüber. Oh, du bist so cool, Spotty. Warum bist du jetzt da wieder ganz zurückgegangen? Ja, ich kann es doch nicht tragen. Ah. Kriege ich das nicht vom Fleck. Aber mit Spot kann ich jetzt auch nichts machen. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Ja, statt die singen. Baby Fosso. Me, 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 me. Eins, drei, sieben. Me, 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 me. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Sind für Höheres geboren. Bohren, bohren. Haben Sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte.
Kann ich mit dem Lava auf mich nehmen? Also in mich nehmen, so gesehen? Dass ich dann diesen Dornbusch so gesehen verbrennen kann mit der Lava? Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen könnte, wie ich dann da rüber zur Gebetsmühle da kommen könnte. Tatsächlich. Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot. Okay. Der Spot ist echt cool, mit dem kann man echt alles Mögliche anstehen. Spuckfeuer, Drachenspot! Yay, Spuckfeuer! Ja, cool. Und hier fängt doch mal an zu singen. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine brauchen keine Beine. Beine, Beine, denn einmal im Leben. Können sie auch schweben? Schweben, schweben, schon vorbei! Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht! Echt cool, ja? Legt los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Legt los! Steine! Steine! Nee, das war's immer noch nicht. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Okay, fahr ich auch wieder mit Feuer. Ach nee, Quark! Nee, mit Quark auch nicht. Aber da, wo natürlich die Blubberblase da rauskommt, ich nehme an, das ist heißes Teer oder so. Das klebt natürlich sehr gut. Damit können wir bestimmt irgendwie diese Gebetsmühle wieder zusammenbappen. Okay, nee, geht nicht. Vielleicht können wir den Stein ja damit wieder zusammenschmelzen. Und wenn der Ladebildschirm jetzt nicht allzu lang dauern würde, könnten wir das sogar noch diesen Teil hier sehen. Aber vielleicht können wir es auch noch sehen. Und die Tür öffnen wir allerdings dann erst im nächsten Teil. Ja, scheint wohl zu stimmen. Und jetzt zusammendrücken. Es hält. Geht doch. Und jetzt singen, liebe Steine. Ach so. So. Leg los. Steine. 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 Ob große oder kleine.
kleine. Wir werden alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauer. Mauern. Wir sind alle Ewigkeit. Okay. Großartig. Yay. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nenn uns einfach die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist rechts rum? Im Uhrzeigersinn. Du meinst dagegen. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Weiß ich Bescheid? Okay, vielleicht weiß ich im nächsten Teil Bescheid. Leben, Traum und Tod. Schauen wir mal, was dann passiert. Also, was das jetzt zu sagen hat. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und bedanke mich dafür, dass ihr zuguckt. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Das war Silence auf dem PC, auf Ultra mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf schwer oder sehr schwer kann man ja leider nicht stellen, also auf normal. Leicht gibt's ja auch nicht. Es gibt nur dieses eine Schwierigkeitsgrad. Okay, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.